Willkommen zurück zu Tekken 7 auf der PlayStation 4. Nun kommt die vierte Seite der Charakter-Episoden, das heißt die vorletzten. Oh, King, Jack 7, Leo, Yoshimitsu, Shaheen und Josie. Ich bin gespannt, was die beiden miteinander zu tun haben. Aber erstmal beginne ich mit King, den zweiten. King ist nicht nur ein Profi-Wrestler mit Maske, sondern auch ein stolzer Besitzer eines Waisenhauses. Oh! Kurz zuvor waren Kings enger Freund und Kamerad Craig Murdoch und der Mann, den King seinen Meister nennt, in einem blutigen Kampf angetreten und schwer verletzt worden. King wollte seinen Freunden zu Hilfe eilen. Doch wusste jedoch, dass ihre Operationen nicht billig werden würden. Außerdem war sein Waisenhaus aufgrund der zwischen der G-Corporation und den Mishima-Sabot zu blühenden Krieges in ständiger Gefahr. Da er weder noch ein Aus wusste, nahm er am King of Iron Fist Tournament teil, um sich das Geldpreis zu sichern. Deswegen ist Craig Murdoch nicht da. Round one. Fight. Hier ohne Umhang. Aber trotzdem, was haben die beiden miteinander zu tun? Na okay, vielleicht weil Jack 7 zu der G-Corporation gehört. Nein! Ich glaube, ich habe zu früh gemacht. Dammit! Round 2. Fight. Ich glaube, das ist das allererste Mal, dass ich mal King spiele. Also jetzt in Tekken 7. Denn in Tekken 7 habe ich noch nicht alle Charaktere gespielt. Au! Tja, das heißt, am Mittwoch kommt die Mishima-Blutsfehde wieder. Also den Hauptstory-Modus. Den Spezialkapitel. Obwohl ich darauf keinen Bock habe. Ja, aber ich dachte, die waren mit Armor King 2 verfeindet. Oder ist es von den ersten? Okay, das war's. Mit King. Charakter-Episode. Mal gucken, was bei Jack 7 ist. Es war kein Geheimnis, dass sich die G-Corporation in einem Matchkampf mit dem Mishima-Sabatsu befand. Doch innerhalb der G-Corp fand noch eine weitere Auseinandersetzung statt. Der Kampf zur Erschaffung der ultimativen humanoiden Waffe der nächsten Generation. Auf der einen Seite standen die von Jane angeführten Entwickler der Jack-Serie, auf der anderen das für den biologisch verbesserten Supermensch Gigas verantwortliche Forschungsteam. Wie ich das letzte Wort einfach zu lange geschliffen habe beim Aussprechen. Aufgrund seiner gigantischen Größe und außergewöhnlichen Beweglichkeit wurde Gigas für seine vielseitige Verwendbarkeit im Kampf bejubelt. Manche hielten ihn für durchaus geeignet, da die Jack-Serie als bedeutendsten Waffe der G-Corp von ihren Thron zu stoßen. Beide Teams meldeten ihre Waffen bei King of Iron Fist Tournament an, um ein für alle Mal herauszufinden, welche die bessere sein würde. Ja, bei Gigas haben wir herausgefunden, es war ja eigentlich ein Mensch gewesen. Aber was passt? Warum Gigas Kacker?
vor allen Dingen Katharina als Gegner hat und King Jack Seven, das passt irgendwie, denn beide wollen Geld haben. Katharina wegen ihr Vater und ja, King halt für Marduk und Armor King, wenn ich das richtig gelesen habe. Oh. Der war gut, aber wenigstens sind ja auch mal Kings Rage Art. Es war nicht von mir, aber von ihm wenigstens. Ich hoffe, es klappt. Das Experiment war erfolgreich. Produktion des Kriegsmaschine Jack 7 starten. Wie er lacht, Alter. Lucky Chloe. Oh oh. Die haut einfach ab. Gut, Leo. Die einzige Deutsche. Leo nahm an King of Iron Fist Tournament teil, um mehr über seine verstorbene Mutter zu erfahren, die für die Mishima Sabate geforscht hatte. Als Leo erfuhr, dass seine Kampfarena ein Deutscher, als es ihre, im Besitz der Saibatsu sein sollte, konnte er sein Glück kaum fassen. Aber Leos Mädchen, Alter! Als er dort jedoch eintraf, fand er das Tote zerstört vor. Dadurch die Löcher in den Wänden und im Dach fallende Mondlicht verlieh dem Gebäude eine unheimliche Schönheit. Kurz darauf tauchte eine seltsame Silhouette auf und schwebte langsam in Leos Richtung. Schwebte! In ihrer linken Hand hielt sie ein Schwert, das sich mit unglaublicher Geschwindigkeit drehte. Was zum Teufel war dieses Ding? Das aussah wie eine Art fliegender Tintenfisch, vielleicht ein Dämon. Dann dämmerte es Leo schließlich. Dieses bizarre Wesen war sein Gegner. Vorsichtig machte er sich bereit zum Kampf. Mann, Leo ist eine Sie. Du machst mir wirklich Angst. Round 1. Tintenfisch. Ich frage mich trotzdem, warum, obwohl Lea ein Mädchen ist, warum sie ihn als, na jetzt hab ich, ja schon, warum sie Leo als Junge einschieben, also beschreiben. Sie sagt auch, ich glücklicher. Oder vielleicht möchte Leo mehr ein Junge sein. Mann, Alter. Ist der dämlich, er tötet sich selber. Yoshimitsu, was machst du? Was ist das für ein Ding? Ein Tintenfisch? Ein Oktopus? Ein Ninja? Das ist also dieser komische Typ, bei dem alle reden. Japan ist so verrückt. Nein, ich muss mich auf meine Mission konzentrieren. Bis später, komischer Oktopus-Typ. Haha, komischer Oktopus. So. Ich verstehe deine Sprache nicht. Nachdem Heihachi wieder als
CEO, der Mishima Sabata eingesetzt worden war, spürte Yoshimitsu, dass sich schlimme Dinge abspielten und nahm am King of Iron Fist Tournament teil, um seine Vermutung zu bestätigen. Sein Infiltrationspunkt sollte ein Dojo der Mishima sein. Es schien perfekt zum Sammeln von Informationen geeignet zu sein. Und obwohl das Gebäude als Arena für seinen Turnierkampf dienen würde, nähert sich Yoshimitsu vorsichtshalber aus der Luft. Als er das Mishima Dojo betrat, fand er es verfallen vor, als wäre ein Taifun darüber hinweggefegt. In der Dunkelheit wartete ein reizender junger Kampfsportler auf Yoshimitsu. Achso, Yoshimitsu war sich nicht ganz sicher, allerdings wirkte er ein wenig angespannt. Und obwohl er bezaubernd aussah, strahlte er dennoch etwas Gefährliches aus. Also machte sich Yoshimitsu bereit für den Kampf. Ist Yoshimitsu schwul? Also, nicht, dass es schlimm ist, aber... Das klingt jetzt so, als würde er sich angemacht fühlen von Leo. Obwohl das eine sie ist. Noch keinerfalls kann er seine schwul sein. Nein, jetzt mache ich den Fehler. Wie sagst du? Hilfe! Ein komischer Oktopus-Typ ist hinter mir her! Yoshimitsu ist doch eine Maschine, also ein Roboter, soweit ich weiß. Also so naht wie ein Roboter. Wie? Ich sag nix. Shaheen! Shaheen arbeitet für eine auf Sicherheitsgeräte spezialisierte private Militärfirma und hat sich während seiner Zeit bei der Armee einen Namen als Nahkampfexperte gemacht. Eines Tages starb urplötzlich sein Freund, ein Besitzer einer Firma mit Kontakten zur Ölindustrie, unter ungeklärten Umständen. Bei der Obduktion wurde der Tod als Unfall dargestellt. Shaheen vermutete einen verbrecherischen Hintergrund, als die Firma seines Freundes von der G-Corporation aufgekauft wurde und das nur aus Familienmitgliedern bestehende Management zurücktrat. Er begann die Sache zu untersuchen, bis ihm ein Verwandter eines Freundes anvertraute, dass ein dämonischer Mann die Fäden bei der G-Corp zog. Katsuya Mishima. Shaheen wollte zuerst nicht an die Existenz eines echten Dämonen glauben, doch seine Untersuchungen zeigten, dass Katsuya unter Umständen schlimmer als jede Ausgeburt der Hölle sein könnte. Shaheen war hin und her gerissen. Sollte er Rache für den Tod seines Freundes nehmen und den Dämon vernichten? Voller Zweifel begann er sich auf einen Solo-Einsatz für Infiltration der G-Corp. لا أريد إذاك لكن سأقتلك إذا اضطررت راوند 1 فايت Achso, ich dachte, er hat irgendwas mit Shaheen was zu tun. Shaheen. Jody. Ja.
Toya hat die Kopfbedeckung verloren neben dir. Was? Achso. Ich dachte, er hat es geschafft, es zu blocken. Da liegt die. Ah, komm mal, perfekt, dann nimm den Tuch. ومع ذلك سأختار طريق الرحمة بالقيام بذلك سيتم الإعفاء عني أيضا لعدم قيام بإنقاذ صديقي كازويا ما رأيك في العمل معي؟ لا كوتور ماذا؟ تبا إنه الشرير الأكبر إذا كان الأمر كذلك فيجب أن لا أدعه يهرب في المرة القادمة التي أقابله فيها لأجل أصدقائي لأجل العالم أجمع علي إيقافه لا لا bist du ihn nicht gewachsen. Tja, dann kommen wir heute zu Josie Rizzle. Ob sie auch einen eigenen Charakter-Episode hat, also jetzt ohne irgendjemanden anderes da. Bestimmt, wenn Shahine sowas hat. Josie Rizzle tat ihr Bestes, um ihre Familie zu unterstützen, indem sie in zwei Jobs arbeitete. Als Model und als professionelle Kickboxerin. Als sie eines Tages auf ihrer üblichen Trainingsstrecke entlang der Bergstraße unterwegs war, stellte sich ihr plötzlich eine riesige, behaarte Kreatur in den Weg. Josie schrie und lief halb in Tränen aufgelöst davon, doch die Kreatur blieb ihr auf den Fersen, wollte Fressen gerade sagen. Schließlich erkannte sie, dass sie nur wenige Chancen hatte zu entkommen. Also blieb sie stehen, drehte sich zitternd um und stellte sich ihrem animalischen Gegner. Okay? Also ein Tier. Oh gosh. I'm getting nervous. Ach, hör auf sein. Guck mal. Irgendwie war es mir auch ein bisschen klar. Also wo ich dann das Anime gelesen habe. Okay, es hätte auch Panda sein können, aber denk mal nicht, dass Panda so drauf ist. Aber was will dein Kuma von ihr eigentlich? Nein! Dein Kopf, Alter! Ihr Ohrring! Das ist süß von Kuma. Aber seit wann hat er eine Narbe auf der Nase? Egal. Das waren wieder 6 Charakter-Episoden. Das nächste Mal kommen die letzten. Ah, Kuma. Ja. Das sind diesmal nur 5 statt 6. Ups. Ja, dann bedanke ich mich erstmal, dass ihr wieder zugesehen habt. Dann sehen wir uns zum nächsten Mal bei den letzten 5. Dann sage ich noch tschüss.